Wir sehen es ja ein. Zocker gehen gewöhnlicherweise nicht gern nach draußen. Ab und zu muss man aber doch mal das Haus verlassen, um vielleicht nach 3 Monaten wieder mal was zum Essen einzukaufen oder auch nur um zum nächsten Spieleladen zu fahren. Für die Gelegenheiten kommen Handhelds gerade wie gerufen. In unserem Mobilcheck zeigen wir euch wieder die Spiele, die ihr diesen Monat in die Schächte stecken könnt. Ab nächster Ausgabe kommt übrigens ein neues System hinzu. Sonys PSP macht sich nämlich endlich zum Anflug auf Deutschland bereit. Wir versorgen euch natürlich dann mit allem, was ihr wissen und haben müsst. Jetzt fangen wir aber erst noch mit einem DS-Spiel an. Madagaskar ist die gleichnamige Videospielumsetzung des kommenden computeranimierten Kinohits, in dem einige tierische Bewohner des New Yorker Zoos auf große Reise gehen. Die Hauptfiguren des Spiels sind ein Löwe, eine Giraffe, ein Nilpferd und ein Zebra. Ähnlich Lost Vikings, falls das überhaupt noch jemand kennen sollte, hat jeder Charakter eine besondere Fähigkeit. Der Löwe hat einen coolen Doppelsprung auf dem Kasten, das Nilpferd kann schwimmen, das Zebra rennt wie von der Tarantel gestochen und die Giraffe kann ihren Kopf in den Boden pflanzen, um sich vor Gegnern zu verstecken. Die Levels sind so aufgebaut, dass ihr die Charaktere häufig wechseln müsst, um Hindernisse zu überwinden. Durch Druck auf den unteren Bildschirm wählt ihr einfach euer gewünschtes Tier aus. Das Spiel mit den unterschiedlichen Charakteren ist zwar anfangs noch ganz nett, wird aber nach einiger Zeit doch etwas nervig, weil ihr oftmals gezwungenermaßen wechseln müsst, nur weil zum Beispiel 1 Millimeter zur nächsten Plattform fehlt, die ihr erreichen müsst. Madagaskar leidet auch an einem zu engen Bildausschnitt, so wisst ihr bei einigen Sprüngen nicht, wo ihr landen werdet. Technisch hinterlässt das Spiel einen ordentlichen Eindruck, besonders die Animationen haben uns sehr gut gefallen. Bevor wir zu einem abschließenden Urteil kommen, werfen wir noch einen Blick auf die GBA-Version. Die ist nämlich komplett inhaltsgleich. Die Übersichtsprobleme sind leider auch auf dem GBA vorhanden. So wählt ihr dann häufig bei Sprüngen aus Verzweiflung das Nilpferd, um nicht ein Leben zu verlieren, wenn ihr im Wasser landen solltet. Statt mit dem Touchscreen entscheidet ihr hier mit den Schultertasten, welches Tier ihr steuern wollt. Die GBA-Version ist technisch fast gleich auf mit der DS-Version. Madagaskar könnte eigentlich ein sehr gutes Jump'n'Run sein, wenn es insgesamt etwas länger und die Levels etwas abwechslungsreicher gewesen wären. So ist es eine nette Filmumsetzung mit kleinen Mängeln, die aber besonders für jüngere Zocker geeignet ist. Wenn euch der Film gefallen hat, solltet ihr es mal anspielen, ein Pflichtkauf ist es aber auf keinen Fall. Weil wir gerade bei Filmumsetzungen sind. Batman Begins ist bislang mein persönlicher Film des Jahres. Nachdem die Umsetzungen für die großen Konsolen ganz nett ausgefallen sind, war ich natürlich sehr gespannt auf die GBA-Portierung. Hier steuert ihr den Fledermausmann Bruce Wayne aus der 2D-Perspektive durch Levels, die allesamt der Vorlage nachempfunden sind. Ihr startet also in seinem Trainingscamp, bis ihr die Straßen von Gotham City unsicher machen könnt. In vielen Arealen kommt es darauf an, dass ihr unbemerkt ans Ziel kommt. Ihr versteckt euch also in düsteren Gassen oder klammert euch an Stangen an der Decke fest. Geprügelt wird natürlich auch, hier hämmert ihr dann relativ unmotiviert auf den A-Knopf, bis der Feind am Boden liegt. Batman Begins für den GBA hätte durchaus eine gute Filmumsetzung werden können, wenn da nicht folgende Kritikpunkte wären, die ich einfach mal kurz und knackig aufzählen will. Es ist viel zu kurz. Nach knapp 2 Stunden sind geübte Spieler durch. Das wäre dann weniger Spielzeit als der Film. Hallo? Weniger als der Film? Es ruckelt teilweise wie die Seuche. Die Grafik ist zwar ganz nett, besonders die Animationen sind gut gelungen, aber sobald sich was im Hintergrund tut, ruckelt das Ganze schlimmer als ein Presslufthammer. Und jetzt kommt das Schlimmste. Es ist langweilig. Selbst in der kurzen Spielzeit wünscht ihr euch mehr Abwechslung. Immer nur das Levelende finden und ein paar Gegner platt machen, langt halt einfach nicht mehr. Batman Begins ist wirklich ein schweineguter Kinofilm. Die GBA-Umsetzung dürfte dem altgedienten Superhelden aber weniger gefallen. Und um ganz ehrlich zu sein, uns auch nicht. Ich weiß zwar nicht, wie dieser Film werden wird, die GBA-Version ist aber schon mal sehr ordentlich geworden. Die Rede ist von Fantastic Four. Hier prügelt ihr euch mit Mr. Fantastic, die Unsichtbare, die menschliche Fackel und natürlich dem Ding durch 7 teils riesige Levels und macht von den Fähigkeiten des Quartetts Gebrauch. Neben den Prügeleinlagen wechselt ihr eure Spielfigur, um über Abgründe zu gelangen, Computerterminals zu hacken und verschlossene Türen aufzubrechen. Grafisch ist das Spiel leider nicht so fantastisch, spielerisch entpuppt sich das Ganze nach einer kurzen Eingewöhnungsphase aber zu einem simpel spaßigen Actionabenteuer. Die Eingewöhnungsphase bezieht sich auch ausschließlich auf die Steuerung. Durch die isometrische Perspektive gestalten sich einige Prügeleien etwas ungewohnt. Fantastic Four ist zwar jetzt kein Überhammer, als nette Einlage zwischendurch eignet sich das Modul aber sehr gut.
Das letzte Spiel, das wir diesen Monat für euch haben, ist Catan für das N-Gage. Hierbei handelt es sich um eine mobile Umsetzung des hypererfolgreichen Brettspiels. Alle Features des Originals wurden integriert. Ihr sackt also reichlich Getreide, Erz, Wolle und Stein ein, um Siedlungen und Städte zu bauen und so weiter und so fort. Bis zu 4 Spieler können ihrem Sammeltrieb frönen. Habt ihr mal keine Freunde zur Hand, übernimmt der Computer die anderen Figuren. Catan hat uns sehr gut gefallen, einzig der Japano-Stil der Spielfiguren und die nervigen Zwischenbemerkungen der KI-Teilnehmer könnten etwas besser sein. Wer das Brettspiel mochte, sollte sich Catan auf jeden Fall mal näher anschauen. So, ich hoffe, euch hat der Mobilcheck gefallen. Bleibt sauber, bis zum nächsten Mal.